beim Draußenschlafen musst du ja irgendeinen Platz auswählen, wo du dein Zelt, dein Tarp oder deine Notunterkunft aufbaust. Und dafür gibt's die 6W-Regel für die perfekte Auswahl des Lagerplatzes. Wenn du das nämlich nicht richtig magst, dann wirst du nach deiner Nacht im Wald sagen: Ich hasse es gerade. Ich find's nicht geil. Oder du kommst dann ganz einfach drauf, dass wirklich alles schlicht nur einfach falsch ist. Ne? Und das wollen wir einfach nicht. Also legen wir los, die 6Ws. Aber eine Sache ist noch wichtig. Hier auf dem Kanal ist es hip und der Schnitt ist cool und manche sagen, ich krieg epileptische Anfälle, wenn ich mir das anschaue. Und deswegen gibt es ein entspanntes, schnittloses Video am Reini Rossmann Kanal oben beim i-Klicken und entspannt ansehen. Die Ws sind weg vor Wind und Wetter, Witwenmacher, weg und auch irgendwie hin zum Wasser, Wildtiere, waagrecht. Und das 6. W, frag dich die erste am Schluss. Weg vor Wind und Wetter ist ja eine ganz logische Sache. Du suchst dir sicher keinen Platz aus, der die ganze Zeit im Wind ist. Und du wirst darauf achten, dass du schon von vornherein etwas Schutz von oben hast. Also du wirst irgendwo ein bisschen in den Wald gehen. Aber du wirst jetzt sagen, Reini, da brauche ich nicht dich dazu, das hätte ich selbst auch gewusst. Stimmt's? Aber bei Windstille gibt es Plätze, die gerne ausgewählt werden, aber dann, wenn der Wind einsetzt, so richtig unangenehm werden. Anhöhen mit einem Gipfel. Das Problem ist, wenn du am höchsten Punkt bist, hast du wunderbare romantische Aussicht. Aber wenn Wind geht, egal von welcher Himmelsrichtung, du kriegst ihn ab. Und denk dran, Windchill, das ist ein Killer. Also such dir einen Platz weg vor Wind und Wetter. Witwenmacher, ja, Witwenmacher. Was ist ein Witwenmacher? Ja, das sind tote Äste und tote Bäume, die bei Sturm entweder herunterfallen oder umkrachen und dir ja irgendwie die Birne zertrümmern. Und wenn du glaubst, ich übertreibe, das ist wirklich so. Das bedeutet, bei der Platzauswahl schaust du gleich einmal nach oben und überprüfst, gibt es tote Bäume, gibt es tote Äste, sehe ich etwas, das bei Sturm runterkommt und mich erschlagen könnte. Jetzt könntest du die Frage stellen, ja, wie erkennt man tote Äste? Wie erkennt man tote Bäume? Äste oder Bäume, die eigentlich Laubbäume sind und in der Vegetationszeit keine Blätter haben. Oder wenn die Rinde schon halb runterbröckelt. Bei Nadelbäumen ist es noch viel einfacher. Da ist überall da, wo keine Nadeln drauf sind. Meine genaue Anleitung kriegst du, wie gesagt, oben beim i-Klicken, beim Reini-Rossmann-Kanal. Weg vom Wasser und hin zum Wasser, was bedeutet das? Wenn du direkt an einem Bach, direkt an einem See und zwar unmittelbar daran dein Lager aufschlägst, hast du A, Tiere, du hast es insgesamt kühler und drittens, es könnte sein, dass bei Starkregen das Gewässer über die Ufer tritt und dich wegspült. Gut, es ist jetzt nicht so, dass du 5 Kilometer vom nächsten Bach, See oder Teich entfernt kampieren sollst, denn dann ist es einfach schwieriger an Wasser zu kommen. Die Wege, die willst du dir natürlich ersparen. Aber ein gesunder Abstand zu Gewässern, das ist sinnvoll. Du hast also eine Hassliebe zu Gewässern. Hausverstand einschalten und dann funktioniert es schon. Wildtiere. Ja, wilde Tiere. Und zwar, das könnten große sein, aber auch ganz, ganz kleine. Also du meidest Wildwechsel, die Nähe von Ameisenhaufen. Achtest auch darauf, ob irgendwelche Ameisenstraßen durchlaufen. Und die Schlafplätze von ja, Hirschen und Rehe. Das sind kreisförmige Schlafplätze, die mehr oder weniger groß sind. Und dort sind Zecken, 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 Zecken. Also das wirst du auch ersparen. Waagrecht? Ja, waagrecht bedeutet, wenn du im Hang bist, wirst du dir Plätze suchen, die ja waagrecht sind, denn sonst wirst du einfach runterrollen oder runterrutschen. Auch das Wasser läuft dann deutlich schneller und intensiver in deine Unterkunft. Und da spielt es, wie gesagt, keine Rolle, ob du ein Zelt, ein Tarp oder etwas Selbstgebautes hast. Heißt aber auch, in Hanglagen und in Gebirgen solltest du nicht unbedingt an der tiefsten Stelle lagern, denn dort sammelt sich dann natürlich auch Wasser. Wenn es nicht anders geht und du keinen wirklich waagrechten Platz findest, dann solltest du es auf jeden Fall so machen, dass der Kopf bergauf liegt und die Füße bergab und du dich mit den Füßen an einem Baum abstützen kannst. Du wirst dann zwar tendenziell immer wieder nach unten rutschen und in einer Embryo-Stellung wach werden, aber dann kannst du dich ganz einfach wieder raufdrücken, verhinderst aber so das Runterrollen beim Hang. Ja, und das letzte W, das ist der Wald. W wie Wald. Und jetzt denkst du, wieso soll ich unbedingt im Wald campen? Wenn du eine Notunterkunft bauen musst, dann wirst du Ressourcen brauchen. Du wirst dazu Holz brauchen. Wenn du ein Feuer machen willst, dann wirst du dazu was brauchen? Holz. Daher, mitten in der Wiese die Unterkunft zu bauen, das ist natürlich möglich. Es ist auch mitten in der Wiese möglich, das Zelt aufzustellen. Aber wenn du eine Wahl hast, dann würde ich eher in den Wald gehen. Und zwar an den Waldrand. Nicht unbedingt in den tiefsten Wald hinein, sondern irgendwo, wo es Übergangszonen gibt. Warum Wald? Du bist auch von oben etwas vom Regen geschützt. Du hast auch mehr Windschutz. Bist auch vom Morgentau deutlich besser geschützt als auf der Freifläche.
Und denk dran, diese Ressourcen in Form von Holz sind wirklich Gold wert, egal ob du die Unterkunft selbst baust oder Feuerholz brauchst. Und vielleicht als kleinen Tipp, wenn du wirklich eine Unterkunft bauen musst und wenn du wirklich Feuer brauchst, um durch eine kalte Nacht zu kommen, dann ist bei der gesamten Auswahl, bei diesen ganzen Ws, die natürlich alle wichtig sind, das letzte W mit den Ressourcen, mit dem Wald, mit dem Holz, das du zur Verfügung hast, der Hauptpunkt. Wenn alles andere passt, aber das eine, die Ressourcen, also der Wald, der passende Wald ist verkackt, dann kann alles andere okay sein. Das ist meiner Meinung nach der wichtigste Punkt, wenn du draußen eine Unterkunft bauen musst und oder ein Wärmefeuer brauchst. Wenn du die lange Fassung sehen willst, mit sehr viel mehr Details und sehr viel mehr Inhalt, dann oben beim i-Klicken auf den Rainer Rossmann-Kanal vorbeischauen. Und ansonsten sage ich ganz einfach nur, man kann nicht alles überleben.